Hallo Veteraner, seid ganz lieb Familie grüßt. Ich habe mir für heute Abend das Thema Aaron Johnson mal ausgedacht. Was meint ihr? Hat er bei uns noch eine Perspektive? Also ich sag's ganz ehrlich, für ihn ist meiner Meinung nach die Zeit bei uns abgelaufen. Er hat sicherlich viel Pech gehabt, war lange Zeit verletzt, aber selbst auch in den wenigen Einsatzzeiten, die er hatte, hat er mich persönlich nicht wirklich überzeugen können. Und in der Zeit, wo er aussetzen musste, sind halt eben andere nachgekommen. Und ich traue sogar Yuning Shang zu, dass er besser wird. Also für Aaron Johnson sicherlich ein lieber, netter Kerl, aber seine Zeit bei Werder Bremen ist beendet. Bin ich voll von überzeugt. Und dann haben wir jetzt natürlich am Samstag das Pokalspiel. Und zwar in der ersten Runde bei den Würzburger Kickers oder besser gesagt bei den Würzburger Kickers in Offenbach. Und da habe ich gestern etwas Wichtiges gelesen, was für all jene interessant sein dürfte, die schon vorher angedacht haben, dorthin zu fahren. Nämlich die ursprünglich schon gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Und sie können aber auch natürlich nach wie vor an der Werder Bremen Geschäftsstelle zurückgegeben werden. Das Geld bekommt man dann natürlich auch erstattet. Und auch da könnt ihr dazu eure Meinung schreiben. Was meint ihr dazu, dass der DFB es nicht geschafft hat, eine angedachte Vorverlegung des Spiels auf den Nachmittag zu erlauben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist wirklich pure Dummheit und Sturheit auch. Denn hätte man das Spiel auf den Nachmittag vorverlegt oder besser gesagt, hätte der DFB das erlaubt, dass die Würzburger gegen unsere Jungs hätten am Nachmittag spielen können. Da hätte man sich sicherlich keinen Zackenbau aus der Krone gebrochen. Dann wären die Würzburger zufrieden gewesen, dann hätten die das Spiel in dem eigenen Stadion machen können. Und für uns wäre das auch alles gut gewesen. Für die Fans auf jeden Fall, dann wäre da alles beim Alten geblieben und alle wären zufrieden gewesen. Aber so ist es natürlich scheiße. Und Würzburg und Offenbach, das sind mal eben 150 Kilometer Differenz Luftlinie. Aber das ist, wobei ich sagen muss, das ist noch gar nicht mal das Heftigste. Denn so richtig erwischt hat es nämlich aus der Regionalliga Südwest den TuS Koblenz an diesem Pokalwochenende. Denn jetzt gerade wird bei denen das Stadion umgebaut und was heißt das? Die müssen da natürlich umziehen und die tragen ihr Heimspiel gegen den Zweitligisten von Dynamo Dresden dann mal eben in Zwickau aus. Und das sind auch so mal eben lockere und leichte ca. 350 Kilometer Luftlinie Entfernung. Also ja, wenn es weiter nichts ist, ich kann nur sagen, bravo DFB. Ne? Und auch morgen, ich möchte euch nochmal daran erinnern, morgen im Bremer Hauptbahnhof von 13 bis um 18 Uhr ist der große Werder-Tag. Also ich werde auf jeden Fall morgen so gegen 14 Uhr, werde ich da mal vorbeischauen, mal gucken, was da los ist. Ab 17 Uhr gibt es dort eine Autogrammstunde mit zwei Profis. Und ich denke mal, das dürfte wohl auch schon ganz interessant sein, sich das mal anzuschauen. Und ich schaue morgen Nachmittag auf jeden Fall mal vorbei. Und ich habe auch Grüße auszurichten. Und zwar Tore Fitche grüßt Janis Werder, Mathis und Philipp. Lachfall grüßt seinen Kumpel Friederike Rodriguez Constanze. Nino BRXXEZ grüßt meinen Kameramann. Also, lieber Nino, ich mache das alles in Personalunion. Ich bin Kameramann, Moderator. Ich bin wirklich alles Mögliche hier. So. Live Hühne grüßt Colin Hornblower und mich. Die Grüße gehen natürlich zurück. Kuske Lorat grüßt einen behaarten Sack. Na, wer wohl damit gemeint ist. Und Albert Barth grüßt Live Hühne und seinen guten Freund Carsten Bär.
So, und ich grüße alle Veteraner, egal wo ihr seid, in Nord, Süd, West, Ost, europaweit, bundesweit, weltweit, egal wo ihr seid. Ganz liebe Grüße und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und ich melde mich dann wieder am kommenden Samstag pünktlich vor dem Pokalspiel bei den Würzburger Kickers. Bis dahin sage ich nun lebenslang grün-weiß, schönen Abend noch und seht zu, bis denn. Ciao, ciao.